heute geht es wirklich um unsere Zukunft. Und hiermit beginnt mit heutigem Tag ein wertvoller Prozess. Dieser Prozess soll auch dazu dienen, eine Priorität festzulegen, weil ich muss ehrlich sagen, auf einmal werden wir das nicht erstemmen. Das Wichtigste ist uns, dass ihr eure Fragen beantwortet bekommt. Beim örtlichen Entwicklungskonzept fängt es an, dass wir gemeinsam entscheiden wollen, wie die Zukunft ausschauen soll. Diese Ziele definieren wir, die definiert ihr. Also wir wollen gemeinsam die Zukunft gestalten. Ich brauche eure Mitarbeit, damit wir dieses Freiraumthema einfach stärken können. Es geht darum, eine nachhaltige, der Umwelt gerecht werdende Entwicklung anzustreben. Gebt neuen Möglichkeiten und Sichtweisen eine Chance. Ja, es geht um ganz vieles in diesem Projekt und vor allem um unsere Zukunft, ganz besonders um die Zukunft von unseren Kindern, unseren Enkelkindern und denen, die danach noch kommen. Also ich komme aus der Ragnitz, von der anderen Seite, und da ist die Zone eigentlich nicht das Problem, sondern wie komme ich überhaupt ins Gemeindeamt ohne das Auto? Es braucht noch ein bisschen Geduld, aber im Juli 2023 geht ja das neue ÖV-Bündel an den Start, wo wir eben gerade diese Verbindung Bachern-Ragnitz jetzt dann auch mit dabei haben im Stundentag. Ist angedacht, die in die Zone 101 Graz mit dem öffentlichen Verkehrsticket zu kommen? Ja, also darum kämpfen wir schon lange. Das ist ja ein großes Thema, das nicht neu ist und wo wir natürlich nicht allein entscheidungsbefugt sind. Also da sind wir natürlich abhängig vom öffentlichen Verkehr in Graz, die vorgeben die Tarife und die Zonen, und es ist jetzt durch das Klimaticket ein wenig erleichtert worden, das muss man schon dazu sagen, aber natürlich für die Einzelfahrt gilt das nach wie vor nicht. Ich will keine Autobahnauffahrt und Abfahrt, weil die nur dann einen Sinn hat, wenn sie gleichzeitig mit der Ortsumfahrung gemacht wird, und das heißt gleichzeitig, dass die letzten Wiesen und Äcker in Bachern zubetoniert werden. Wenn wir tatsächlich die Umfahrungsstraße bauen, das heißt, wenn wir dafür sorgen, dass wir eben mehr Freiraum, mehr Lebensqualität, mehr Aufenthaltsqualität im Zentrum bekommen, dann geht das zu Lasten von Flächen, die da aufgebraucht werden. Und das muss man ganz offen auf den Tisch legen, die Vor- und die Nachteile, die alles mit sich bringt. Knapp ist ein Segen für die Gemeinde, so aus meiner Sicht. Aber die LKWs, die sie haben, mit dieser Basisproduktion, die sie hier noch machen, das ist für Hartberg Graz nicht mehr die richtige Sache. Wir werden mit Technologie nicht die Welt retten, sondern wir werden uns überlegen müssen, welches Verkehrsmittel für welchen Wegezweck das vernünftigste ist. Und das ist ja das Grundprinzip, wenn wir planen. Der Wunsch nach einem Zentrum, das als solches empfunden wird, wo wir uns wohlfühlen und gerne sitzen bleiben, das ist ein großer Wunsch von einem Großteil der Bevölkerung. Wir hoffen, dass wir das gemeinsam mit euch auch realisieren können. Und was wir wollen als Gemeinde ist, wir als Gemeinderat wollen mitreden dürfen.